Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening. Ich war wieder fleißig, habe 20 Angelsäckchen mir zusammengefarmt. Und wie ihr wisst, ich brauche immer noch eine blöde Angel daraus. Und ja, ich hoffe, wir kriegen sie jetzt, denn wir sind jetzt nämlich mittlerweile schon über 300 Säcke, die wir aufgemacht haben. Beziehungsweise wir sind genau bei 300 Säcken nach dem letzten Video. Ich mache hier immer 20 Stück auf. Und ja. Jetzt haben wir nochmal 20, heißt, wir müssten nach der Episode auf 320 kommen und ich hoffe, dass wir danach nicht noch mehr sammeln müssen, denn da droppt jetzt hoffentlich die Angel. Und dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein hier. 20 Stück machen wir auf, einen habe ich dann noch als Backup, falls das hier quasi nicht droppen sollte. Und ich bin gespannt, ich sag's euch. Und in freudiger Erwartung drauf, dass jetzt meine Angel drin ist. Na komm, bitte. Oh no. Oh no, die ersten 11 Säcke waren schon mal nix. Ach, komm, da ist dieser blöde Krebs drin. Ich weiß sogar, dass der um die 10 Gold nur wert ist, ne? Immer wenn was blau, also die Angel ist halt ein blaues Item. Immer wenn was Blaues drin ist, dann bin ich erstmal so, oh, ist es das? Ist es das? Und dann so, oh nein, es ist irgend so ein blöder Krebs, der 10 Gold wert ist. Ach, Mann. Oh boy. Wieder 20 Säcke, wieder nichts. Ich bin so langsam überlegen, ob ich doch den Murloc-Farm in der Garnison probiere. Jetzt nach 320 Säcken und lediglich einer Angel, die ich bis jetzt rausgezogen habe. Ist es vielleicht eine andere Option, noch zu sagen, komm, ich angel ein bisschen der Garni. Eventuell werde ich das jetzt demnächst mal so eine Stunde probieren und schauen, was ich da für ein Glück habe. Und sonst farme ich selbstverständlich wieder ein paar Angelsäcke und melde mich dann, wenn ich wieder genug habe, dass wir 20 öffnen können. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.